Es gibt immer noch so viel zu entdecken. Das ist echt krass. Ach, guck mal. Hier meine Sammlung. Mein Einhörnchen. Die Ente. Das lasse ich auch mal hier. Ich sammle den ganzen Scheiß hier. Und nehme den dann mit nach Hause. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo war denn nochmal der Hund? Dich meinte ich nicht. Ich meine den anderen. Aber hier irgendwo müsste ja auch noch ein Knochen für dich, für dich hier rumliegen. Musi, danke für die 95 Bits. Das Game soll heißen Cat of Tsushima. Aber wenn der jetzt anfängt, hier Sachen zu schlitzen, dann bin ich aber weg hier. Aha, guck mal, Fußball. Da ist er ja. Aber ich guck mal, was es hier noch gibt. Jetzt wird's klebrig. So, Wuffi, wo warst du? Hier war ich auch noch nicht. Hey, das Spiel macht aber echt Spaß, ne? Hätte ich nicht gedacht. Überall Loot, ja, das ist für mich ganz schlimm. Die Fischmütze. Seifen, meine Seifen. Wow, ich hätte hier einfach durchgekriegt. Dein Ernst jetzt? Dafür muss jemand leiden. Fall die Treppe runter! Ja! Ich glaube, der Hund war im Anfangsgebiet, ne? Dann muss ich ja nur zurückgehen. Und hier war ja auch noch was zu sammeln, ne? Glaube ich. Vielleicht schaffen wir es jetzt.
Oha, hier auf dem Dach. Katzen sind auch so Leben am Limit, ne? Nein, da war doch noch was. Okay, da war ich zu gierig. Klar, mehr 9 davon. Wenn's so wäre, das wäre schön. Was machst du da? Bitte. Mach jetzt nichts Falsches. Danke. So, ich will nur da runter. Hui. Warum funkelt das hier so schön? Aua. Miau. Funkel, funkel. Ha. Okay. Oh nein. Aber hier komme ich doch durch, oder? Das erinnert mich, wie unser Kater damals ins Planschbecken gefallen ist. Alter, konnte der fliegen, so hoch sprang der. Oh Gott. Muss ich hier durch wahrscheinlich. Ah, dieser Weg. Da drüben ist es. Ich muss da drüben hin. Und hier war ich auch noch nicht oben, glaube ich. Da ist ein Beil. Wieso bist du da runtergefallen? Okay, dann spring lieber. Es ist irgendwie sicherer.
Du hast das Schwert gelassen bei meiner anderen Sammlung, wo die Ente ist und mein Einhorn. Das liegt da alles noch. Nehme ich alles mit nach Hause. Das ist nämlich vor dem Gebäude, wo das Kätzchen wohnt. Ja, das ist sehr hoch. Bitte kackt mich nicht wieder an. Uiuiui. Komm, das schaffen wir darauf. Ui, miau! Oder auch nicht. Kaputt machen. Verdammt. So, dann suchen wir mal, ne? Guck mal, da ist schon das erste. Ja! Jetzt geh rein da! Okay, den ersten haben wir. Ist doch bestimmt einer am Busch hier drin, oder? Oha. Unzerstörbare Pflanzen. Ihh. Wie hast du jetzt hier reingekackt? Hier ist Glas. Du Sau. Da oben ist auch noch ein Nest. Nein, wir hängen hier fest. Oh no. Wie fein ist, wenn dort jemand derart Witziges geben würde. Gibt es in dem Spiel eigentlich wen, der die dauernd schlechte Witze macht? Nee, leider nicht. okay. Irgendwie funktioniert das nicht. Why? Katze? Katzi, was ist mit dir? Okay. Die hat gerade ein bisschen gehangen. Ich komme hier nicht weiter. Hängt da fest? Ich kann noch nicht springen. Warum nicht? Na toll, dann kann ich das ja gar nicht weitermachen. Warte mal. Ich gebe es einen anderen Weg. Sieht auch nicht so richtig aus, aber das funktioniert wenigstens.
Ja, ich kann Sachen zerstören. Miauz. Genau. Es hat überlebt. Nein. No. So, und dann noch der hier. Bäm. Ja. Zur Belohnung gibt es ein offizielles kleine Kartoffelkostüm. Okay, das hat irgendwie gewonnen. Das ist schon süß. Ja, was soll ich machen? Bringe 20 Menschen zum Stolpern. Fehlen mir nur 3. Kehre nach Hause zurück. Oh nein. Ist das jetzt meine letzte Aufgabe? Aber ich muss noch Menschen zum Stürzen... ich meine... Retten. Retten, meinte ich. Aua. Geht das nochmal? Dong. Ach, wunderbar. Oha, hast du mich gerade geschlagen, Alter? Ach so, du niest so laut. So, jetzt muss ich irgendwie nach Hause kommen, ne? Oh, das könnte knapp werden. Ja gut, da habe ich ein bisschen verkackt. Was ist der Unterschied zwischen einer Katze und einem Mann? Das eine ist ein verlauster Vielfresser und das andere ein Haustier. Oha! Oha, Mosi, Alter. Thank you.
Früh musst du auch Sachen. Oh nein! Hallo, Punisher. Oh je, hier gibt's nichts zu sehen. Ey! Was zur Hölle? Du Dieb! Oh, ist noch eine Katze. Und dann bricht jedes Wasserrohr der Stadt und die Zeit vor... Achso, nee, das ist der Tanuki. Offenbar ist es mir gelungen, die Rohre zu kleben, aber der Kaugummi wird nicht ewig halten und gerade steht die ganze Stadt unter Wasser und... Hallo? Oh, du bist das Kätzchen. Tut mir leid, habe ich dich erschreckt? Nur ein bisschen. Normalerweise sehe ich hier oben niemanden. Es ist, es gibt nur Gecko und mich. Oh, wow, ist das der echte Gecko? Ich weiß es nicht oder noch nicht, sollte ich eher sagen. An Tanuki werde ich es bereuen zu fragen, was du mit noch nicht meinst. Das ist eine relativ leichte Übung. Ich komme jeden Tag hier hoch, esse zu Mittag und spreche mit Gecko. Wenn er antwortet, weiß ich, dass er echt ist. Und wenn er es nicht tut, dann brauche ich ja immer noch einen Ort, an dem ich zu Mittag essen und nachdenken kann. Warum also nicht ein sonniges Fleckchen? Das klingt logisch. Dein Fleckchen ist fast wie mein Fensterplatz. Wo wir gerade davon reden. Ach ja, viel Glück beim Klettern. Danke. Und dir viel Glück beim Gecko. Danke, ich sage dir Bescheid, wenn er antwortet. Okay. Komme ich eigentlich nochmal da hoch? Nein! Aber ich kann Sachen zerstören, ja! Nein, geh kaputt! So, jetzt sind wir hier. Und nun? Vielleicht schaffen wir das Spiel heute noch, das wäre echt cool. Nie an ihr gezweifelt. Was machen die Küken jetzt hier? What the hell? Ich will mitplanschen. Kitzi, wie bist du hier hochgekommen? Sowas fragt man nicht, das ist unverschämt. Aber Papa fragt sowas ständig. Ja, aber Papa ist erwachsen. Kätzchen, bist du schon erwachsen? Ich glaube, ich liege irgendwo dazwischen. Laut jetzt bin ich erwachsen, aber ich fühle keinen Unterschied. Ich fühle mich nicht erwachsen. Schließlich spiele ich gerne und habe definitiv noch einiges zu lernen. Erwachsene können auch noch spielen und lernen. Das können sie nicht. Und ob, Mama spielt die ganze Zeit mit uns. Und Papa lernt immer neue Sachen dazu. Was macht denn ein Erwachsenen aus? Wenn man erwachsen ist, müssen die anderen auf einen hören, wenn man mit ihnen schimpft. Kätzchen, versucht mit uns zu schimpfen. Oh, okay.
Entenküken, hört auf mit den Faxen und kommt sofort aus dem Planschbecken. Dieses Gespräch ist mir zu blöd. Ich bin eine erwachsene Katze und ihr müsst... Okay, wir haben uns nicht gerührt. Du bist also nicht erwachsen. Ach, so läuft das. Okay. Willst du mit uns schwimmen? Schwimmen im Wasser? Geht. Ich meine, nein, danke. Außerdem muss ich nach Hause. Okay, vielleicht ein andermal. Mach's gut, Kätzchen. Das Kätzchen geht wieder. Tschüss, Kätzchen. Auf Wiedersehen, Entchen. Viel Spaß beim Schwimmen. Ach, ist das süß. Gute Nacht, Mosi. Schlaf gut. Oha, was ist denn das jetzt? Das ist ein Betrug. Wie kann das überleben? Stray habe ich auch gespielt. Ja, mega cool gewesen. Kätzchen wohnt echt weit oben, ne? Hä? Was ist denn das? What? Was? Wo ist denn der jetzt runtergefallen? Kätzchen, warum? Miau. Okay. Das Spiel streckt jetzt hier die Länge. Ja, ja, ich sehe schon. Gemein. Zum Glück sind wir nicht komplett runtergefallen. Spider-Cat, ja. Aber bitte nicht nochmal, das war jetzt doof. Ist die zwischen irgendeine Lücke gefallen?
wie mies. Was? Da ist sie durchgerutscht? Ach komm. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt noch diese Münzen sammeln. Aber wer weiß, was noch kommt. Hallo nochmal. Schön, dich hier oben zu sehen. Ich bin dir auch sehr dankbar für die Hilfe vorhin. Du hattest den Tag gerettet. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wunderbar, wunderbar. Ja? Du hast nicht zufällig vor kurzem meine Kinder gesehen? Ist jetzt kein Notfall oder so. Ich würde meine Entchen sicher nicht zweimal an einem Tag verlieren. Haha, nicht noch einmal jedenfalls. Keine Sorge, ihnen geht's gut. Sie haben auf einem der Balkone einen Swimmingpool gefunden. Oh, zum Glück. Ich gebe mich gleich zu ihnen. Das perfekte Badewetter. So entspannt. Möchtest du mitkommen? Auf gar keinen Fall. Es gibt nichts, was ich weniger entspannt finde als Wasser. Aber danke für die Einladung. Gern geschehen. Gute Reise, Kätzchen. Dankeschön. Da ist Kätzchen einfach weitergelaufen. Hier geht's auch weiter. Ah, ich weiß nicht. Der Weg sieht irgendwie viel gefährlicher aus und ich sehe gerade nichts. Oh fuck. Ich habe was markiert und sehe es nicht. Ah, das ist nicht gut. Oh Gottes Willen. Warum machst du das Spiel? Mein armes Herz. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ich weiß es nicht. Oh, anscheinend doch. Oh, ist das süß. Oh, schön auf die Tasten rauf. Geil. Da ist es geschafft. Ja. Und schau mal, mein Mensch hat mir ein Geschenk gegeben. Was steht da? Das ist mein Name. Moment mal, du hattest die ganze Zeit einen Namen? Gefällt mir. Ich heiße Krebert von Krenstein der Dritte. Krebert. Der heißt Krebert von Krenstein. Wie geil ist das denn? Oh, soll ich dich lieber so nennen anstatt Krehe? Nein, ich bestehe sogar darauf, dass du es unterlässt. Also, trennen sich hier unsere Wege. Was? Natürlich nicht. Du kannst uns alle jederzeit besuchen kommen. Am besten legst du direkt los. Es gibt noch mehr Aufgaben für dich, Blinkies zu finden. Tolle Krähenfreunde, denen du sie bringen kannst. Ich verstehe deine Karte einfach direkt Ich versehe deine Karte einfach direkt mit Markierung, damit du sie nicht vergisst. Ich schaue sie mir gleich an, Krähe, aber zuerst... Zuerst möchte ich den Fleck, an dem man in der Stadt das beste Nickerchen machen kann, genießen. Alles klar. Bis bald, Krähe. Auf jeden Fall und vergiss die Blinkies nicht. Ja, wir haben es geschafft!
Spielende. Also man, wenn ich jetzt nicht alles nur einsammeln will, aber. Oha, ich darf hier nicht rein. Aha, aha. Muss mal gucken, was hier alles so Schönes ist. Bam! Ach ja. Und hier sind dann noch die ganzen Sammelrestsachen. Cool. Sehr süßes Spiel. Boah, ich kann nicht mehr, es ist so warm. Mein Rücken ist echt nass geschwitzt. Ah, Alter. Ekelhaft. Perfektes Timing, dann ist es Zeit für mich ins Bett zu gehen. Ich wünsche dir nur einen schönen Stream. Alles klar, okay, dann schlaf gut. Yeah.